Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei MXGP und wir wollen direkt weitermachen mit dem nächsten Rennen in Arguedas in Portugal und da wollen wir natürlich unsere Führung im Ranking ausbauen und wir werden diesmal ja als Schwierigkeitsgrad, also 5 Runden und Rennwochenende lassen wir, was kann man denn dann noch, Qualifying und Rennen würde eigentlich auch reichen, Doppelrennen. Ja, lassen wir bei kompletten Wochenende und Schwierigkeitsgrad, ja, da haben wir leicht, also leicht, mittel, schwer und realistisch. Jetzt machen wir es mal auf realistisch, auf schwer war es immer noch nicht schwer genug für uns. Und jetzt werden wir mal auf realistisch weitermachen. Und ich bin sehr gespannt, ob uns das mir ein bisschen mehr fordert. Ja, letztes Wochenende, da haben wir im Rennen eigentlich, im ersten Rennen, ja gut, da haben wir einige Fehler gemacht, einige Stürze, da mussten wir wirklich viel aufholen. Haben es aber noch geschafft, das zweite Rennen war leichter und das Qualifying, ja, 2 Sekunden schneller. War jetzt auch nicht so die Schwierigkeit. So, dann wollen wir mal gucken, wie es hier aussieht. So, und los geht's mit Argueda. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also das hatten wir ja schon mal, das Rennen. Wir werden auch direkt mit dem Qualifying weitermachen. Wahrscheinlich hat der Hörlings hier wieder gewonnen, jawohl. Alles knapp beieinander. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir uns denn hier schlagen. Training macht eigentlich keinen Sinn, weil beim Qualifying hat man einfach Zeit genug. So, dann geht's mal los. Und wir müssen natürlich auch erstmal wieder die Strecke so ein bisschen kennenlernen. Ja, ich erinnere mich. Meine Güte, gut, dass da nochmal eine schräge Wand war. Sonst wären wir da voll geradeaus gefahren. Oh, oh, aufpassen. Oh nein, ah, da ist das Schild im Weg. Und das hat uns hier mal eben schön die Runde versaut. Da würde ich fast sagen, können wir eigentlich eben in die Box wieder zurück. Starten wir das Qualifying noch einmal. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich mal uns lang gemacht. Also. Ha! Aber das hat jetzt nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, sondern. Das ist einfach, weil wir hier ein paar Flüchtigkeitsfehler gerade machen. So, ach so, da war noch gar nicht das Startziel, alles klar. So, jetzt aber. So, und jetzt sind wir hier super den Berg hochgekommen. Ach du je. Aber sowas muss nicht unbedingt heißen, dass wir danach überhaupt keine Chance mehr haben auf die Pole Position. Das ist jetzt blöd.
Das war jetzt blöd. Da haben wir sogar Glück, dass wir wieder auf die Strecke gesetzt werden. Oh je. Also bei der Kurve müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Immer so bei 1,20 rum dann. Also es war jetzt nicht super schlecht, aber das war jetzt halt auch nicht super gut. Oh je. Also 11. Platz ist es aktuell. Da geht auf jeden Fall noch was. Und wenn wir jetzt den Hörlings hier als Mitfahrer haben quasi, dann wissen wir schon mal gleich, woran wir sind. Jojo, leichter Wackler. Oh je, und der fährt uns nochmal über. Das war doch pure Absicht. Haben wir das Schild aber mal schön mitgenommen. So, ich würde sagen, wir machen nochmal von hier aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, weiter geht's. Da musste ich nochmal eben ganz kurz pausieren. Und jetzt geht's weiter in die nächste Runde. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Also jetzt müssen wir mal eine bessere Rundenzeit wieder hinlegen, damit wir hier nochmal uns eine recht gute Startposition erarbeiten. Wie gesagt, wir fahren ja jetzt das erste Mal auf realistisch. Okay, aber das hätte jetzt auch sonst auf schwer auch noch keine Pole Position gegeben, weil wir einfach noch keine gute Zeit hier ins Ziel gebracht haben. Weil die Strecke wirklich recht anspruchsvoll ist, muss man wirklich mal so sagen. Da sind viele Stellen, wo man halt wirklich früh abhebt und dann nicht mehr lenken kann. Wenn man da nicht den richtigen Winkel hat, beim oder vorm Sprung natürlich, dann sieht das ganz schlecht aus. So, Kollege, jetzt lass uns mal hier alleine. Ich habe Angst, dass der uns jetzt umsäbelt. Ah, das war auch nicht ganz optimal. So, das hier ist sowas, wo man halt einfach vorher noch rechts einlenken muss. Also da muss man wirklich die Karte gut im Blick haben. Und auch hier. Ah, Mist, da sind wir zu tief in die Furche. Das war ein bisschen Pech. Aber das sollte zumindest eine Verbesserung unserer Zeit werden. Aber noch ein deutlicher Rückstand. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn man auch wirklich aus der Box startet. So. Und jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier mal richtig Gas geben. Thank you.
So, wir haben hier schon 2 Sekunden Rückstand auf den ersten. Weil das jetzt auch ein bisschen länger dauert, werden wir es auch so machen, dass wir hier das Qualifying jetzt in dieser Einfolge lassen. Das werde ich dann lieber noch ein bisschen ausnutzen, ein bisschen fahren, um noch eine bessere Position zu haben. Und dafür werden wir dann aber das Rennen dann erst in der nächsten Folge machen. Meine Güte, bisschen weit innen gewesen hier. Hier waren wir jetzt ganz schnell unterwegs. Also bis hierhin ist die Rundenzeit ganz okay. Wieder plus 2,6 Sekunden, also realistisch, der Schwierigkeitsgrad ist schon heftig, also muss ich mal wirklich so sagen. Da komme ich eigentlich fast gar nicht ran, also ich würde fast sagen, wir machen die Rennen nochmal so. Aber wenn das echt zu schwer ist, dann... Nee Leute, dann müssen wir das wieder umstellen. So, 1,3 Sekunden. Also ich glaube, viel besser werden wir es auch nicht hinkriegen. Ja, von daher würde ich eigentlich fast sagen, dass wir hier dann ja ein kurzes Päuschen machen. Wir gucken eben noch mal ganz kurz uns das an. Wir nehmen noch mal ein bisschen Zeit von der Uhr. Da wird sich aber nicht mehr so viel tun. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier noch mal ein ganz kurzes Päuschen. Nächste Folge, wie gesagt, geht's dann los mit dem nächsten Rennen hier in Portugal, also mit dem ersten Rennen, die Folge drauf, dann das zweite, und dann bin ich mal sehr gespannt, wie wir uns denn hier auf dem Schwierigkeitsgrad realistisch schlagen. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!